Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Es ist ja schon seltsam, da haben so viele Menschen zu tun mit ihren Gelenken, mit der Hüfte, mit dem Knie, mit dem Ellenbogen, mit der Schulter, dass man das fast schon als Volkskrankheit bezeichnen kann. Aber wenn dann ein Eingriff gemacht wird, ein medizinischer, den geht er häufig mit einem unbefriedigenden Ergebnis aus. Woran liegt das? Fehlen da Erkenntnisse oder läuft da irgendwas falsch? Das ist unser Thema heute. Bei mir ist Robert Tischner. Er ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie an der Asklepios Klinik Birkenwerder. Schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier in Hamburg zu sein. Ja, gerne. Herr Tischner, wir wollen drei Fälle besprechen von Patienten, die einen längeren Leidensweg hinter sich hatten, aber dann doch geheilt werden konnten. Bei dem ersten Patienten, da geht es um die Schulter. Was war da passiert? Ja, im Prinzip kann ich da diverse Patienten benennen bei dieser Erkrankung. Das ist eigentlich die Erkrankung, die ich am häufigsten überhaupt operiere. Wahrscheinlich mehr als 200 Mal pro Jahr. Bei dem speziellen Patienten, das ist jetzt ein Beachvolleyballer, ein Sportler, der Schulterprobleme hatte, der also nicht mehr spielen konnte wegen des Schmerzes, der Nachtschmerz hatte, nicht mehr durchschlafen konnte, der den Arm nicht mehr kraftvoll heben konnte und so. Ist dann konservativ behandelt worden, ist dann auch operativ behandelt worden beim Kollegen und ist aber nicht beschwerdefrei geworden. Konservativ heißt ja alles vor der OP. Ganz also genau, mit Physiotherapie, mit Medikamenten, Wärme. Mit solchen Dingen. Ja. Ja. Auch mit eigenständigem Training, mit Theraband zum Beispiel. Und was hatte er dann wirklich? Ja, also behandelt worden ist bei ihm immer die Diagnose einer Schleimbeutelentzündung, die er vielleicht auch, sagen wir mal, nebenbei gehabt hat. Aber in Wirklichkeit hatte er eine Verletzung und darum soll es ja heute auch so ein bisschen gehen, die vielleicht nicht größer war als der Fingernagel hier bei mir vom Kleinfinger. Nämlich eine Instabilität der langen Bizepssehne. Da ist eine Struktur verletzt gewesen, die sich Pulley-Komplex nennt. Diese Struktur stabilisiert diese Bizepssehne und wenn diese Struktur nur einseitig kaputt ist, ja, das heißt also wirklich nur auf einer Strecke von vielleicht einem halben Zentimeter, dann hat das eben für so einen Überkopfsportler doch relativ deutliche Auswirkungen. Er konnte also nicht mehr spielen wir haben das dann auch so im MRT, also in einer speziellen bildgebenden Diagnostik gesehen. Dann entsprechend operiert. Heute ist der Patient beschwerdefrei. Mhm. Aber wie gesagt, die Verletzung ist eben sehr klein, deswegen schwer zu finden. Ja. Man muss wissen, wonach man sucht, aber in dem Fall erfolgreich. Okay, also kleine Ursache, große Wirkung. Ganz genau. Sie haben uns noch so einen Fall mitgebracht. Nachher im Interview sprechen wir dann darüber, was diese Fälle gemeinsam hatten, also warum Sie da helfen konnten und das so lange dauern musste bis dahin. Bei der zweiten Verletzung erzählten Sie mir im Vorgespräch von einem Tennisarm. Ganz genau. Tennisarm ist ja eigentlich landläufig bekannt. Ja. Eine Erkrankung, die man relativ häufig hat. Heutzutage sind wir ja vom Tennis so ein bisschen weg. Die Ära Becker ist ja jetzt anscheinend komplett beendet. Jetzt ist es ja häufig der Mausarm, ja, weil wir beim mit der Maus arbeiten, sozusagen immer das Handgelenk flach auf dem Tisch haben und dann hier die Extensoren immer benutzen müssen, die sozusagen schuld sind am Tennisarm. Diese Erkrankung wird eben als sehr therapieresistent empfunden und ist eben ganz häufig einer konservativen Therapie nicht richtig zugänglich. Also das heißt, die Patienten kriegen Physiotherapie, die kriegen vielleicht sogar eine Stoßwelle, die kriegen Medikamente, die kriegen eine Bandage, die wickeln sich nachts den Arm ein mit Frischhaltefolie und Voltarensalbe darunter und trotzdem wird es nicht besser. Das liegt wieder häufig an kleinen Rissen im Gewebe, in dem Fall an einer der Sehne der Extensoren, die dann zum Beispiel zur Hälfte nur eingerissen ist. Wenn man weiß, dass alle Extensoren an einem Bereich Platz finden müssen, der vielleicht nicht größer als mein Daumen ist, und ich da also eine Sehne rausnehme, die dann vielleicht wieder einen Ansatz hat, der so groß ist wie der Fingernagel meines Kleinfingers und davon nur die Hälfte abgerissen ist. Aber das reicht, um die Erkrankung zu unterhalten und sie möglicherweise eben nicht konservativ ausheilbar
zu machen. Und wie haben Sie dann helfen können? Haben Sie das wieder zusammengenäht an der Stelle? Oder? Ganz genau. Früher hat man ja in den alten OP-Techniken, sage ich mal, in dem Bereich einfach grob Gewebe zerstört und auf die Narbenheilung des Körpers gehofft. Heutzutage gehen wir etwas filigraner vor, dass wir also uns ganz präzise die Stelle aufsuchen, die verletzt ist und diese dann wieder an den Knochen anheften, dass sie dort einheilen kann. Und damit haben wir eigentlich hervorragende Ergebnisse, muss man sagen. Ja, und jetzt noch der dritte Fall. Das war ein anderer Körperteil, das war das Knie und da ging es um den Meniskus. Ganz genau, es ging um den Außenmeniskus. Es war ein Patient, der auf in großer Höhe gearbeitet hat. Er hat so Hochspannungsseile überprüfen müssen, sage ich mal so grob. Und dabei musste er viel über Leitern steigen und musste häufig in der Hocke arbeiten. Und er hatte einmal ein Trauma, das hat er selber auch so wahrgenommen, dass er also schnell in die Hocke gegangen ist und dann hatte er das Gefühl, dass ihm hinten in der Kniekehle was reißt. Und seit diesem Tag, immer wenn er in die Knie tief in die Hocke gegangen ist, dann hatte er das Gefühl, dass ihm hinten in der Kniekehle was ins Knie reinspringt. Das löste einen massiven Schmerz aus. Er war im Prinzip berufsunfähig für seinen Beruf und hatte, als er zu mir kam, schon 3 MRTs bekommen. Und im Endeffekt war es so, dass eine sehr, sehr kleine Struktur gerissen war, der popliteo-meniskale Faszikel. Das ist eine kleine Bindegewebsschicht, die den Außenmeniskus festhält. Und wenn die gerissen ist, dann kann der hypermobil werden oder instabil werden. Das heißt, er hat zu viel Beweglichkeit. Also der Meniskus bewegt sich zu stark. Genau, der Meniskus bewegt sich zu stark. Oberschenkel und Unterschenkel. Genau, und immer wenn man dann in die Hocke geht, dann führt sozusagen der Oberschenkel durch die Bewegung einen Stress auf den Meniskus aus und zieht ihn ins Gelenk. Ja. Und das ist eben sehr schmerzhaft. Und das konnte man relativ einfach lösen, indem man den Meniskus sozusagen hinten wieder an die Weichteilstrukturen herangebracht hat und festgenäht hat. Wenn man jetzt mal bei dieser Kniegeschichte bleibt, Sie sagten ja, es gab schon 3 MRT, aber keine Behandlung führte zum Erfolg. Gab es denn da eine Diagnose, die in eine andere Richtung gelaufen war vorweg? Also bei dem Patienten muss man sagen, gab es eben keine Diagnose. So. Deswegen ist da sozusagen immer wieder noch ein MRT gemacht worden, noch ein MRT gemacht worden, weil die Kollegen gesagt haben, nee, da ist eigentlich nichts. Der Meniskus ist intakt, das hat man auch gesehen. Aber ich sag mal so, da war vielleicht diese Erkrankung, die nicht häufig ist und die auch jetzt nicht irgendwie häufig publiziert ist oder so, da sind wir wirklich in einem Bereich von Erkrankungen, die jetzt gerade erst interessant und aktuell werden, weil wir sie jetzt erst verstehen, sage ich mal. Und deswegen hatte der explizite Patient jetzt im Prinzip keine Diagnose, bevor er zu mir kam. Und war in dem Fall auch nicht falsch behandelt worden. Er hat eine konservative Therapie gekriegt mit entsprechend Physiotherapie und so, Bewegungswiederherstellung und so, aber er hatte ja die volle Beweglichkeit. Aber er hatte eben nur das Problem, sobald er in die Hocke ging, und das musste er eben für seinen Beruf machen, dass er diesen stechenden Schmerz verspürte und dann sofort wieder aufstehen musste. Dann geht es ja für uns jetzt um die Gründe. Also weshalb haben Sie helfen können, wenn da vorher nicht geholfen werden konnte? Mhm. Und ich nehme mal an, dass es da verschiedene sind. Höre ich das jetzt hier richtig heraus, dass einfach der medizinische Sachstand schon weiter ist, dass man weiß, man muss auch andere Dinge angucken, jetzt in Bezug auf diesen Fall? Ja, also bei dem Fall war es nur so, da kamen mehrere Faktoren zusammen. Als allererstes muss man sagen, der Patient hat das sehr gut wahrgenommen. Der hat sich sehr gut reflektiert. Mitarbeit. Also der kam und hat gesagt, es ist genau da und es passiert dann und dann. Und es ist in Zusammenhang zu sehen mit dem Ereignis. Ja. Okay, also ich habe eine Verletzung gehabt und im zeitlichen Zusammenhang mit der Verletzung ist danach immer wieder das Gleiche aufgetreten bei der und der Bewegung. Ja. Okay. Das führt einen schon mal sehr weit. Man muss sagen, speziell diese Verletzung des hypermobilen Meniskus ist selbst mit der hervorragenden Bildgebung, die wir heutzutage haben, schwer zu diagnostizieren. Okay, also wie gesagt, diese Struktur, die wir da beurteilen, die hat eine Dicke von vielleicht 1 Millimeter. Okay? Und ist vielleicht 5
bis 10 mm in der Länge. So, dass man sagen muss, wenn ich da die nicht genau angeschnitten habe an der richtigen Stelle in der Bildgebung, dann werde ich auch mit der Bildgebung versagen. Deswegen wird speziell diese Erkrankung auch nochmal bei der Arthroskopie erst wirklich diagnostiziert, indem ich dann nämlich mit dem Tasthaken hinter den Meniskus gehe und mir den relativ kraftfrei weit ins Gelenk reinziehen kann, was bei einem Gesunden nicht geht. Dieses Thema Arthroskopie ist ja ein sehr zweischneidiges. Man hört ja immer wieder als Patient, dass die gar nicht so erfolgsversprechend ist und dass die Hälfte davon daneben geht und dass es im Knie danach noch viel schlimmer wird und dass eigentlich auch die Kassen das auch gar nicht mehr bezahlen. Was davon ist aus Ihrer Sicht wahr? Also erstmal dieser, man sagt ja heute immer Schwarmintelligenz, ja, also diese landläufige Meinung, dass Arthroskopieren nicht immer zum Erfolg führt, die ist nicht einfach so entstanden, sondern die hat ihre Begründung schon. Und es gibt auch Dinge, die Sie jetzt schon angesprochen haben, wo jetzt sogar vom gemeinsamen Bundesausschuss bestimmte arthroskopische Eingriffe aus dem Katalog der gesetzlichen und privaten Krankenkassen gestrichen wurden. Das heißt, die werden gar nicht mehr bezahlt, weil man eben festgestellt hat, auch aufgrund der Studienlage, dass das keinen Nutzen für den Patienten hat. Das sind vor allen Dingen Arthroskopien gewesen am Knie. Darum ging es jetzt primär, auch andere stehen jetzt schon auf dem Prüfstand, aber da geht es jetzt primär drum. Und da waren größere degenerative Schäden, das heißt größere Knorpelschäden, und degenerative Meniskusschäden. Die wurden eben behandelt, indem man, sagen wir mal, zum Beispiel einen degenerativen Meniskus entfernt hat oder Knorpelschäden nochmal geglättet hat. Und dann hat man einfach gesehen, das führt eigentlich für den Patienten zu keinem größeren Nutzen. Er hat kurzzeitig vielleicht profitiert, aber langfristig nicht. Und solche Beispiele gibt es auch von anderen Gelenken. Da muss man ganz ehrlich sein. An der Schulter wurden über Jahrzehnte die Arthroskopien oder ein Großteil der Arthroskopien durchgeführt, um einen Schleimbeutel zu entfernen und um eine knöcherne Variante des Schulterdaches zu ändern. Mittlerweile weiß man, die knöcherne Variante des Schulterdaches spielt keine große Rolle, in dem Fall so, wie es beschrieben war. Und die Schleimbeutelentzündung ist ganz häufig, sagen wir mal, nicht die Ursache, sondern ist als Folge einer Verletzung, wie zum Beispiel einer Polyläsion oder einer sonstigen Sehnenläsion entstanden. Ja. Ja, und dann ist natürlich so, wenn ich das dann so operiere, das heißt, ich nehme nur den Schleimbeutel weg und behebe nicht die eigentliche Pathologie, die eigentliche Verletzung, dann wird der Patient nicht profitieren, leider. Ja. Genau. Das heißt also, bisher können wir ja aufzählen, die Bildgebung ist besser. Also Bildgebung heißt, womit wird die Diagnose gemacht und womit schaue ich mir das Gelenk an, von außen, aber ja auch von innen. Jawohl. Die Geräte sind besser geworden, die Ärzte wissen mehr. Also man lebt sozusagen vom medizinischen Fortschritt, je länger die Zeit läuft. Ja. Dann noch vielleicht der Patient, welche Rolle spielt für Sie der Patient mit seiner Mithilfe? Sie haben ja eben erzählt, der Kniepatient, der hatte sich selbst gut unter Beobachtung. Wenn man selbst so als Patient unterwegs ist, dann denkt man manchmal, der Arzt will das gar nicht wissen. Ja, ich bin ja im Bereich der rekonstruktiven Chirurgie und da habe ich relativ viele Semester, sagen wir mal, als Patienten. Das geht beim, 12-Jährigen los mit dem Scheibenmeniskus und endet beim 80-Jährigen mit der Rotatorenmanschette. Und wir haben da schon, denke ich, so eine gewisse unterschiedliche Haltung zum eigenen Körper und auch gegenüber dem Arzt oder auch gegenüber der Erkrankung in den verschiedenen Altersgruppen. Ja? Das heißt also, der ältere Patient, der kommt zu mir und sagt, Herr Doktor, ich kann die Wäsche nicht mehr aufhängen oder ich kann mich nicht mehr kämmen und ich will, dass ich mich wieder kämmen kann. Das ist seine Wahrnehmung der Krankheit. Er hat also eine Krankheit, der Schmerz ist jetzt nicht so ganz wichtig, aber er hat jetzt irgendein funktionelles Defizit, das soll ausgeräumt werden, kann man mit ihm reden. Die, sagen wir mal, etwas jüngere Generation ist da schon ganz anders eingestellt. Die kommen also und sagen zum Beispiel, wenn ich den Arm 2 Minuten so halte und dann drehe ich den so, dann habe ich hier ein Stechen,
Aber nur, wenn ich hier ein Gewicht in der Hand habe und ich habe es ausprobiert, es müssen 1,5 Kilo sein. Sie haben mich erwischt. Ja. Genau. Ja, also ja, so präzise sind die Angaben mittlerweile von den Patienten. Ich glaube schon, dass das dem einen oder anderen Arzt so ein bisschen aufstößt, wo der sagen wird, naja Mensch, der übernimmt hier so ein bisschen meine Arbeit, aber im Prinzip ist es eine große Hilfestellung. Ja? Was so ein bisschen problematisch ist bei dem Patienten, der sich, sagen wir mal, sehr intensiv mit seiner Erkrankung beschäftigt hat, ist, die haben in der Regel in der Tasche schon ihre Diagnose. Ja, weil sie verunsichert sind. Ja. Ja, aber die haben sich im Internet belesen, sie haben die Symptome verglichen und dann kommen sie schon mit einer Diagnose, die werden sie dem Doktor gar nicht gleich sagen, sondern sie werden eben abgleichen, ob er, sagen wir mal, auch auf das Gleiche kommt, so nach dem Motto. Und da muss man auch in der Regel dann häufig so ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, dass man, wenn man jetzt, sagen wir mal, auf eine andere Diagnose gekommen ist als der Patient, dass er die sozusagen auch übernimmt. Geht aber auch relativ leicht, sage ich mal, wenn sich der Patient wiedererkennt und wenn man ihm, sagen wir mal, so zum Beispiel durch klinische Tests schon prophezeit, was rauskommen wird. Ja, ja, also wenn man ihm seine Krankheit so oder intensiver vorführt, als er sie eigentlich selber wahrgenommen hat, dann hat man eigentlich schon gewonnen und so. Also insofern, der Patient und seine Wahrnehmung der Krankheit und sein, sagen wir mal, seine Internetrecherche können dienlich sein, müssen nicht immer dienlich sein, aber es sollte kein Problem sein. Vielen Dank, Herr Tischner, für dieses spannende Interview. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt. Wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf YouTube und auf Facebook. Werden Sie gesund!